Ja, hervorragend. Wenn ihr eine Geste macht, dann muss sie mindestens einer First Lady würdig sein. Diese reichen Männer schauen sich Frauen an, wie Kinder sich Bonbons im Lebensmittelgeschäft anschauen. Es gibt viele schöne Frauen und sie alle wollen die Millionäre haben. Aber der Mann soll sich für euch entscheiden. Das ist unser Ziel in diesem Kurs. Du verstehst, dass du dich neben so einem reichen Mann wie eine Frau fühlen kannst. Und du musst nicht alles Mögliche und Unmögliche tun, um zu überleben. Ich habe immer von einem Schloss in London geträumt, in England. Das war wirklich immer ein Traum. Wie im Fernsehen, diese Häuser mit einer Garage für 5 Autos. Das wäre ideal. Davon habe ich schon geträumt, als ich noch klein war. Da habe ich mir so ein Märchen ausgemalt. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus für Tanja Zupova. Wohnung am Stadtrand von Moskau. 350 Euro für ein Zimmer. Mehr ist nicht drin für die 27-Jährige. Mein eigenes Haus wäre unerreichbar. Viel zu teuer, eine große Ausgabe. Das entspricht nicht meinen momentanen finanziellen Möglichkeiten. Es allein hier rausschaffen? Schwierig. Tanja arbeitet als Buchhalterin, verdient 80.000 Rubel, umgerechnet gut 1.000 Euro im Monat. Damit kommt sie in Moskau gerade so über die Runden. 3 Stunden verbringt sie jeden Tag in der Metro. So weit außerhalb wohnt sie. So wie viele junge Frauen in Moskau kommt auch Tanja aus der Provinz. Vor 14 Jahren ist sie mit den Eltern hierher gezogen. Der Vater hatte seine Arbeit verloren und auf eine neue Chance für die Familie in der Hauptstadt gehofft. Stattdessen Gelegenheitsjobs. Ich würde meine Eltern sehr gern unterstützen. Sie sind jetzt kurz vor der Rente. Ich wäre sehr glücklich, wenn sie sich nicht so viele Sorgen um die Familie machen würden. Damit sie sich auf mich verlassen können. Darauf, dass ich genug finanzielle Mittel und Möglichkeiten habe, sie zu unterstützen. Doch von ihrem Gehalt ist am Monatsende nichts übrig. Tanja hofft deshalb auf den richtigen Mann, einen Prinzen mit Herz und ausreichend Geld. Ausgerechnet in diesem schmucklosen Hinterhof in einem Moskauer Arbeiterviertel will sie diesem Traum ein Stück näher kommen. Hallo Mädels, ihr seid hier zum Training, einen Millionär heiraten. Was machen wir bei diesem Training? Wir schauen, wie hinterlasse ich einen einzigartigen Eindruck auf einen Mann, der ein ziemlich hohes Wohlstandsniveau hat. Was müsst ihr dann tun, um die Aufmerksamkeit eines Millionärs auf euch zu ziehen? Um mit ihm eine Langfristbeziehung aufzubauen und ihn in Zukunft zu heiraten? Vier Frauen, eine Mission. Den Mann finden, der sie versorgt. In der Jagdschule von Alisa Metelina. Ich versuche, ihr Selbstwertgefühl zu steigern, damit sie in der Lage sind, etwas darzustellen. Zu zeigen, dass sie jemand sind. Damit sie den reichen Männern auch etwas darbieten können. Ein Wochenende Übungen. In Theorie und Praxis. Hallo, Ilja Alexandrowitsch. Lektion 1, sprechen wie eine Lady. Detailarbeit. Hallo. Du musst es so sagen, als würdest du eine Katze streicheln. Hallo. Hallo. Pause und dann seinen Namen aussprechen. Wenn er dir dann vorschlägt, sich zu treffen, dann hat er Interesse. Du musst sagen, wann du kannst und willst. Sofort stellst du dich auf ein höheres Level. Du zeigst deinen Wert.
Du sagst, ich kann morgen Abend oder am Wochenende. Und heute Abend kann ich leider nicht. Ich wusste vorher nicht, wie wichtig es ist, wie man sich gibt, welche Worte du sagst. Alisa zeigt uns, was du tun musst, um die Aufmerksamkeit der Männer zu gewinnen, die dich beschützen und unterstützen können. Verlässliche Männer. Lassen Sie uns treffen. Lassen Sie uns treffen. Ich kann morgen Abend oder am Wochenende. Ich kann morgen Abend oder am Wochenende. Hörst du, dass du ein wenig hauchst? Ja, aber das ist doch irgendwie unnatürlich. Nein. Nein, Tanja, spinnst du? Auf gar keinen Fall. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Ilja Alexandrowitsch. Wenn wir die Wahl haben zwischen einem Armen und einem Reichen, dann wollen wir den Reichen. Wir müssen dafür über ein bestimmtes Wissen und die richtige Technik verfügen. Denn Männer lieben mit den Augen. Er muss was sehen, wenn er mit der Frau spricht. Sie muss ihm mit ihrem Aussehen, ihrem Verhalten, ihrer Stimme, mit allem, was sie tut, Freude bringen. Ästhetische Freude. Den Mann um den Finger wickeln, um an sein Geld zu kommen. Ganz schön berechnend. Aber Frauen verdienen nun mal im Schnitt auch nur 65% des Lohnes, den Männer in Russland bekommen. In Moskau ist das Gefälle noch krasser. Wer aus der Provinz zugezogen ist und nicht die Moskauer Bürgerschaft besitzt, hat per Gesetz Nachteile. Verdient weniger, hat geringere Karriereaussichten, bekommt später eine schlechtere Rente. Ein Weg, vollwertiger Moskauer Bürger zu werden, heiraten. Der reiche Prinz als einzige Möglichkeit für das Aschenputtel aus der Provinz. Völliger Quatsch, meint Daria Spiridonova. Wenn du selbst weißt, dass du ein erfolgreiches Geschäft hast, dann kannst du alles allein schaffen. Dann fühlst du dich auch entspannter in der Beziehung zu einem Mann. Du kannst so sein, wie du wirklich bist. Du kannst offen drüber sprechen, was du willst und was nicht. Du musst dich nicht verbiegen, um es ihm recht zu machen, nur weil er für dich bezahlt. Daria Spiridonova unterwegs zum nächsten Termin. Das Einzige, was sie ausbremst, ist der Verkehr in Moskau. 10 minutes of my day are planned. So mein Tag ist im 10-Minuten-Takt durchgeplant. Ich habe keine Zeit zu stoppen und nichts zu tun. Es sind zwar kleine Schritte, aber sehr viele davon. Also muss ich laufen, laufen, immer laufen. Daria designt Schmuck und handelt mit Edelsteinen. Ihr Auto, ihr Büro. Ihr Fahrer und Bodyguard ist immer mit dabei. Hier im Finanzviertel Moskau City macht Daria ihre Geschäfte. Sie ist eine von Moskaus aufstrebenden Businessfrauen und alleinerziehende Mutter. Business Lunch. Daria überbringt ihrer Kundin einen maßgefertigten Ring für rund 6.000 Euro. Bezahlen wird ihn der Mann der Kundin. Solche Geschenke bedeuten eine große Liebe von Seiten meines Mannes und eine große Anerkennung, Dankbarkeit. Natürlich ist das Liebe. Wenn das nicht Liebe ist, was sonst? Natürlich ist es einfacher, auf die Beine zu kommen, wenn an deiner Seite ein erfolgreicher, starker, reicher Mann ist. Klar ist es leichter, wenn er dich unterstützt, wenn du weißt, du hast von ihm das Geld im Hintergrund. Andererseits, um zu wachsen und selbst finanziellen Erfolg zu haben, ist es gut, wenn diese Garantien fehlen. Das motiviert dich und beschleunigt dein eigenes Wachstum. Nachmittags in der Jagdschule. Nächste Lektion. Do's and Don'ts beim ersten Date. Rund 300 Euro kostet der Kurs für ein Wochenende. Viel Geld für Tanja, aber vielleicht eine Investition in die Zukunft? Wir nennen sie Lobster. Dieser Typ Mann heißt Lobster. Oligarch ist langweilig. Lobster ist besser.
Ну что, олигархи, олигархи. Лобстеры. Очень хорошее название. Мне очень нравится. Нам может позвонить мама. Wir sitzen beim ersten Date. Der Mann ist super interessant. Und ausgerechnet dann ruft unsere Mutter an. Was tun wir? Ich habe gehört, das gehört zum schlechten Ton, dran zu gehen. Das Telefon klingelt, was machen wir? Wir setzen den Augenkontakt fort. Wenn ich es mit einem Millionär zu tun habe und gerade eine spannende gesellschaftliche Konversation führe, sie darf nicht abreißen. Ich kann ja schlecht sagen: Entschuldigung, junger Mann, ich muss jetzt in meiner großen Tasche das Handy finden. Das geht nicht. Du machst die Tasche ganz langsam auf, versenkst die Hand darin und ertastest das Handy. Am besten, du atmest dabei aus. Was habe ich euch gesagt? Wie sollt ihr die Füße hinstellen? Enger zusammen und den Rücken gerade. So ist es gut. Wenn du so zusammen singst, dann wird das nichts, ganz egal, wie du dein Handy hältst. Um zu leben, brauchst du gewisse Mittel. Und die Frau kann sie entweder selbst verdienen und für Geld arbeiten, oder sie kann aus Spaß arbeiten. Dafür braucht sie aber eine Schulter zum Anlehnen, die sie unterstützen und ihr helfen kann. Wenn eine Frau nur fürs Geld arbeitet, was in Moskau die meisten tun, dann wird sie müde und männlich, härter irgendwie, unweiblich. Da rechts von mir sitzt zum Beispiel Serjoscha. Zu welchem Öhrchen nehme ich also mein Telefon? An das Ohr, das von ihm abgewandt ist, damit er nicht hören kann, mit wem ich spreche. Nein, ich nehme mein Handy genau an die Seite, wo der Mann sitzt. Warum? Weil wir in dem Fall einen sehr kleinen, dezenten Mini-Strip-Dies hinlegen können. Wir nehmen die Haare zurück und jetzt ganz langsam. Wichtig ist, der Kopf bleibt gerade. Stell dir vor, du hast eine Krone auf dem Kopf. Die darf nicht fallen. Es darf auf keinen Fall vulgär aussehen. Du musst dir das einprägen, dass es eine natürliche Geste wird, selbst wenn keine Männer da sind. Jetzt du, Tanja. Das Telefon klingelt, jetzt kannst du es rausnehmen. Hallo, ich bin jetzt leider beschäftigt. Ich rufe dich später zurück. Er soll nicht denken, das war ein anderer Mann. Besser kein Risiko eingehen. Das war gut. Feedback vom einzigen Mann in der Runde, Assistent Sergej. Er ist hier so etwas wie das Versuchsmännchen. Du wirkst ein bisschen wie ein Roboter. Gucken, nicht gucken, annehmen, nicht annehmen. Ich bin überfordert und weiß nicht, was ich machen soll. Warum die Mädchen es schaffen wollen, ist ja klar. Sie wollen einfach besser leben. Ganz besonders junge Frauen aus der Provinz, die teilweise gar keinen anderen Ausweg haben. Zum Beispiel die Mutter arbeitet in der Molkerei, der Vater ist Traktorist. Was kann sie werden? Näherin in einer Fabrik? Es ist ein Weg, seinen Lebensstandard zu steigern und sich eine gebührende Zukunft zu ermöglichen. Als nächstes auf dem Kursplan Essen mit Stil. Wir müssen so kleine Stücke schneiden, dass wir noch sprechen können. Es gibt nichts Schlimmeres als eine junge Frau, die mit vollem Mund spricht. Du hast ihm geantwortet: Oh, das ist aber eine interessante Sichtweise. Dann nimmst du die Gabel in den Mund. Was sagst du jetzt? Du isst weiter deine Banane, Kindchen. Warum lacht sie neben mir jetzt? Die darf nicht auf meinem ersten Millionärsdate dabei sein. Benehmt euch mal. Der Kulturkanal filmt euch. Ihr könnt euch vorstellen, was die jetzt über euch denken. Alisas Kurse sind gefragt. Sie ist damit sogar richtig berühmt geworden.
Zwischendurch Auftritt bei Radio Moskau. Für Alisa so etwas wie ihr zweites Wohnzimmer. Hier ist Olga Kirillova und mit mir im Studio die berühmte Psychologin und Trainerin Alisa Metelina. Hallo Alisa, wie viele Frauen hast du schon zum Glück verholfen? Das waren ungefähr 7000, die jetzt glücklich sind in einer Ehe oder in einer Beziehung. Jede Woche sitzt Alisa in einer anderen Radio- oder Fernsehshow, coacht, gibt Tipps. Und sie ist nicht die einzige Trainerin. Inzwischen gibt es eine Vielzahl solcher Millionärskurse. Der Markt dafür boomt, speziell in Moskau. Frauen eines niedrigen sozialen Niveaus, die nichts haben, wovon sie leben können, die nichts haben, für das sie brennen, die müssen sich eben als Frau verwirklichen. Für die russische Mentalität ist das ein Fundament. Das Klischee der Frau, die sich versorgen lässt. Nicht verwunderlich, meint Alisa. Das liege auch daran, dass hier die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinanderklafft wie nirgendwo sonst in Europa. 10% der Russen besitzen rund 85% allen Vermögens. Nirgendwo sonst ist der Weg nach oben aus eigener Kraft also so schwer. Große Armut neben riesigem Luxus. Luxus, der viele anzieht. Auch Tanja und ihre Freundin Alina. Sie sind verabredet zum Window-Shopping im GUM, Moskaus Nobelkaufhaus. Abtauchen in eine Traumwelt. Schöne Unterwäsche macht eine Frau selbstsicherer. Mir gefällt hier alles. Ich würde alles kaufen. Doch leisten können sie sich hier kaum etwas. Die Uhr, 650.000 Rubel, mehr als 10.000 Euro. Wenn ich nichts essen würde und draußen auf der Straße schlafen würde, dann könnte ich mir das vielleicht in einem Jahr leisten. Der Pelz, Statussymbol für die russische Frau. Jede Frau sollte mindestens einen Pelz besitzen, sagt die Verkäuferin. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Es ist irgendwie beschämend, davon zu träumen. Vielleicht liegt das an meiner Erziehung. Ich schäme mich, vom Luxus zu träumen, wenn ich nichts dafür geleistet habe, um mir das zu verdienen. Ein Ausflug in eine andere Welt, die unerreichbar scheint. Daria ist Teil dieser Welt. Sie verkauft teuren Schmuck für die Moskauer Upper Class. Qualitätskontrolle. 20 Angestellte beschäftigt sie. Alles Männer. Ich kann mit den Männern auf demselben Niveau kommunizieren. Und wenn sie mir mal nicht zuhören oder etwas nicht machen wollen, dann kann man sofort den weiblichen Charme einsetzen. Und Sexappeal. Das hilft dann. Eine Chefin, die sagt, wo es lang geht. Für einige Mitarbeiter gewöhnungsbedürftig. Ich mag lieber Frauen, die sich anlehnen an die männliche Schulter, weil der Mann sich stärker fühlen soll. Kann eine Frau in der russischen Macho-Gesellschaft überhaupt allein erfolgreich sein? Dafür braucht man keinen Mann. Gar keinen. Ein Mann braucht man, um etwas Weibliches in sich zu erkennen, was Zärtliches. Wenn du ein Mädchen bist und er will sich kümmern, aber Erfolg in der Persönlichkeit, der ist Unisex. 13.30 Uhr, der nächste Termin für Daria. Die Kinder müssen von der Schule abgeholt werden. Doch das Geschäft ruht nicht. Probleme mit Lieferanten in Thailand. Jede Minute wird effizient genutzt. Es ist kein einfaches Leben. Es ist ein Leben voller Fragen, voller Probleme.
Ein Leben, in dem du nicht mal eine halbe Stunde Zeit hast, um durchzuatmen, mit einem strengen Zeitmanagement. Du weißt genau, wann Zeit ist zu lesen, etwas zu trinken oder zu essen oder zu schlafen. Das ist ein hartes Leben. Aber es ist spannend, weil du so immer neue Ziele erreichst und eine erfolgreiche Frau wirst. Ohne männliche Hilfe. Ihr Mann ist vor 7 Jahren gestorben. Damals war Tochter Christina noch kein Jahr alt. Nach seinem Tod kämpft sich Daria allein durch. Businessfrau und Mutter. Wenn ich ausschließlich Mutter wäre, das wäre das reinste Glück. Wenn ich nur Geschäftsfrau wäre, das wäre das pure Glück und so einfach. Aber wenn du das zusammenbringen musst und beide Jobs managst, das ist schwierig. Sie hat sich dieses Leben zwar nicht ausgesucht, aber jetzt weiß Daria ihre Unabhängigkeit zu schätzen. Wenn du unabhängig bist, gibt dir das Freiheit. Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein harter Job ist, mit einem reichen Mann zusammenzuleben. Denn dann muss die Frau das tun, was der Mann sagt. Und das ist nicht leicht. Aber wenn die Frauen das wollen, okay. Wenn das ihre Leidenschaft ist, bitte. Diese Damen sitzen gerne im goldenen Käfig. Sie sind Profis in Sachen Millionärsjagd. Ach, ich freue mich so für dich, als hätte er mir den Antrag gemacht. Der Ring am Finger für knapp $100.000 ist noch ganz frisch. Alina Mudes hat den Hauptpreis abgeräumt, sich einen Millionär in den USA geangelt. Ein echter Alpha-Mann, sagt sie. Ihr Lebenstraum geht in Erfüllung. Was kann ich einem Mann geben, der schon alles hat? Wofür ist die Frau da? Damit sie ihn unterstützt. Damit er sich jünger fühlt in jedem Alter. Eine Frau schafft für ihren Mann den richtigen emotionalen Status. Die Hochzeit im nächsten Jahr, wenn alles klappt. Ansonsten wird schon der Nächste kommen, meint Alina. Selbst arbeiten? Für die gelernte Kosmetikerin keine Option. Ihre Einstellung hat sie sich bei Trainerin und Freundin Julia Pescherskaya abgeschaut. Die weibliche Art, sich zu entwickeln, ist das Verweigern des selbstständigen Geldverdienens in der Hoffnung auf einen reichen Mann. Dadurch wächst eine Frau kolossal. Ihr Kurs heißt, wie ziehe ich ihm das Geld aus der Tasche? Und hat fast 2 Millionen Klicks auf YouTube. Die Zauberformel, um Hilfe betteln, schwach wirken. Praxisübung. Schau mal, Tatjana, du gehst jetzt in den Supermarkt und lernst einen Mann kennen. Überleg mal, was du so brauchst. Ich lasse euch meine Tasche da, mit dem Geldbeutel. Ich nehme kein Geld mit, nur das Handy. Alles klar, viel Erfolg. Entschuldigen Sie, können Sie mir vielleicht helfen? Ich möchte den Saft kaufen, aber ich habe gar kein Geld dabei. Ich bin zu dem erstbesten Typ hin, der hatte seine Einkäufe schon auf dem Kassenband. Da habe ich gefragt, ob er mir den Saft kaufen kann. Ich hätte jeden fragen können. Nur 3 Minuten. Ich bin ein Profi. Profi? Es geht ja nicht nur um den Saft. Der ist ja nur ein Symbol. Richtig interessant wird es bei größeren Geschenken. Zeig mal her, Mädels. Hier meine Tasche. Mein iPhone? 72.000 Rubel. Die Schuhe auch. Alles, was du anhast eigentlich. Bei mir die Tasche von Chanel, die Schuhe von Louboutin. Alles von einem Mann geschenkt. Und die Brillanten. Ja, natürlich. Die Ringe und die Ohrringe auch. Das ist mein Erfolg als Frau.
Das ist das Frauenbild. Alles andere ist nicht feminin. Eine Frau an sich ist Hilflosigkeit. Das ist die Hoffnung auf eine starke Schulter und die Bereitschaft, dankbar dafür zu sein. Dem Mann zu sagen, wie stark und wie gut er ist. Der Mann als Beschützer und Helfer. Sie treibt's auf die Spitze. So ist Julia als Millionärsjägerin bekannt geworden. Ein Mann mit einem Einkommen bis zu 1 Million Rubel. Das ist einer, mit dem man eine Beziehung eingehen kann. In dem Fall halten wir ihn und dienen ihm. 80 bis 250.000 Rubel, dem können wir auch dienen, aber höchstens für 3 Monate. Das ist ja schlimm. Bis zu 1 Million Rubel? Wenn es nur um Zahlen geht, hat das mit Respekt und Gefühlen nichts zu tun. Bis zu 1 Million? Als ob sie selbst so viel wert wäre. Das ist ja so, als wäre der Mann kein Mensch, sondern allein ein Mittel zum Zweck. Wie ein Gadget, ohne Funktion. Das ist doch ein Mensch, mit dem man zusammen sein will. Und von dem man nicht nur etwas bekommt, sondern mit dem man vielleicht auch eine Familie gründen will. Man braucht doch gemeinsame Werte. Was haben da Zahlen verloren? Das würde dir gut stehen. Ja, genau, was ich brauche. Vorbereitung für den letzten Teil im Millionärsjagdkurs. Das Röckchen sieht super aus. Gefällt mir. Du hast da graue Haare. Was? Doch, doch, wirklich. Ich gehe nicht mehr raus. Gerade 18 und schon grau. Geht der Märchentraum heute Abend in Erfüllung? Kurs Endspurt. Jetzt wird geübt in freier Wildbahn. Also Mädels, jetzt geht's an die Praxis. Alles, was wir im Training gelernt haben. Was machen wir? Wir müssen so viel üben, wie es geht in der kurzen Zeit. Seid ihr bereit? Super, dann lasst uns gehen. Wie macht man auf sich aufmerksam? Unter so vielen schönen Frauen? Du suchst dir aus, wen du anschaust. Am besten den, der dich anschaut. Und lächelst ihn an, ganz einfach. Pass auf, du nimmst Tanja und ihr geht an diesen jungen Typen vorbei. Und ich bitte dich, lass einen Gegenstand fallen. Hier der Garderobenpfand. Und nimm noch irgendwas mit. Mehrere Sachen am besten. Tanjuschka, entspann dich. Atme mal durch. Gar nicht so einfach, die Aufmerksamkeit der interessanten Männer zu erhalten. Außerdem starke Konkurrenz. Die beiden Männer, vor denen wir die Sachen fallen gelassen haben, waren zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Vielleicht auch wegen der lauten Musik konnte man gar nicht hören, dass was runterfiel. Ich glaube, die haben nicht mal bemerkt, dass etwas passiert ist. Wir werden weiter üben, klar. Wir sind auch bereit, den Gegenstand 10-mal fallen zu lassen. Der Prinz fürs Leben. An diesem Abend war er nicht in Sicht. Ja, ich habe schon Angst davor, allein zu bleiben. Aber gegen diese Angst muss man ja was tun. Wenn ich Angst vor der Höhe habe, gehe ich Fallschirmspringen.
Ich habe mich schon lange mit dem Alter auseinandergesetzt. Wenn ich nicht den einen finde, brauche ich auch nicht irgendwen. Dann muss ich mich damit begnügen, dass ich Eltern habe und würde mich um die kümmern. Der Traum von einem besseren Leben und dem perfekten Mann. Noch hat Tanja ihn nicht aufgegeben. Aber sie will ihn auch nicht um jeden Preis verwirklichen.